Wir haben noch gar keinen Jingle, fällt mir gerade ein. Ich sag erstmal hallo, danke fürs Zuschauen, das war's. Nein, jetzt geht's los. Genau. Dully Talk 2, oder die dritte, wer weiß es schon, zweieinhalb. jetzt wird gecheatet, wir cheaten, die Dullys cheaten. Das Thema ist Cheaten! Wow! Oh, warte mal, Moment mal. Cheaten jetzt Real Life? Nee. Ja, also geht, na, ich weiß nicht, also, wenn ihr das wollt, dann können wir das auch. Boah, das ist aber ein bisschen ausgeschweift, ich würde sagen, nur über Games. Ja. Weil sonst geht's hier los, dass man halt Drogen verkauft, um Geld zu holen und den Staat zu verarschen und zu cheaten. Nee, ich hätte eher an Muschis gedacht. Aber wir sind schon einfach direkt im Thema und ich würde einfach mal sagen, wer ist denn überhaupt dabei? Soll ich vorstellen? Ja, stell uns doch vor, bitte. Okay, Tori wurde vorgestellt. Ich wurde gekickt aus der Gruppe nochmal so. Guck mal, wo ich stehe und wie ich alles gekickt habe. Du wurdest gekickt. Der Lobbyführer wurde gewechselt, stand bei mir und dann war ich raus aus der Gruppe. Okay. Oh. Ja, das hat doch. Schau mal. Naja, Tori ist am Start. Sag mal, ruf mal was. Hallo. Das war. Der größte Cheater der Welt. Seit wann ist denn was? Hallo. Achso. Hallo. Was? Das nein, das wäre doch geiler gewesen, jetzt sag mal, was du sagst. Genau, Daniel, genauso wie sonst auch. Ja, hallo, was? Der dumme Benny. Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Genau, der studiert nämlich jetzt. Was? Kunst. Ja. Das ist Kunst. Ich studiere die Kunst. Ja, genau, und ich? God of all, Head of Dully TV, Fucking of the Motherfuckers. Fucking of the Motherfuckers. Ja. Also fix die Mutter. Ich fix sie alle. Das ist das Schöne daran. Und alle. Unter anderem auch Timo, denn der ist nämlich auch dabei heute mal. Sag doch nicht meinen Namen, Alter. Dann wissen sie, wie ich heiße. Nämlich Nemo. Ja. Omid. Hast du eigentlich schon Dory gefunden? Was hab ich? Ich biete Benny 15 Euro, wenn er die Personalausweisnummer von Claudius vorliest. Ich hab das und die Sozialversicherungsnummer. Ich hätte es auch für nichts gemacht. Nice. Ja, das wäre auch ein Cheat. Ich weiß zwar nicht warum, aber. Naja. Cheaten. Aus aktuellem Anlass, ich meine, wir zocken gerade. Nein, das geht nicht für Rede. Du hast hier nichts zu melden. Ich kick dich einfach. Bitte kick ihn nicht, Benny. Nein! Ja. Geil, ich fick sie alle! Counter-Strike zocken wir gerade. Die, die es sehen, sehen's und die, die es nicht sehen, hören's. Auch nicht, denn das schneide ich heraus. Genau, und da gibt es ja auch viele Cheater, vor allem im Matchmaking. Deshalb aktuelles Thema immer noch: E-Sport. Cheaten ist scheiße. Wo ihr das allererste Mal gecheatet habt? Ja. Pokémon. Ist auch so, ey. Ja. Genau das gleiche. Aber ich hab schon vorher gecheatet, aber also, Pokémon ist schon. Anders fragen. Also, was ist denn das erste Spiel, woran ihr euch erinnern könnt? Colin McRae Rally 1 auf dem PC oder König der Löwen auf dem PC. Ich habe ich beide gehabt. Das waren die ersten Spiele. Ich hatte zuerst Mohun. Mohun? Ja, ich wollte gerade sagen, aber da kann man bei cheaten, oder? Doch, Aimbot Wallhack. Aimbot und Wallhack. Ja. Triggerbot gab's nicht, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht gab es einen Cheat dafür, dass man unendlich Money hatte. Dann muss man nicht mehr nachladen, dann hat man mehr Zeit gehabt. Kann ich mir schon vorstellen, dass das gab. Ja, es gab auch einen One-Kill-Mod. Da okay. Ist man halt nur. Da gab es auch diese Riesendinger, weißt du? Ah, okay. Und ja, genau. Diese okay. Riesendinger. Und das ist vor Pokémon gewesen? Aber warte mal, nee, bei Mohun, beim ersten, da gab es doch nur eine dumme Waffe.
Also, ich würde, bevor wir jetzt so diskutieren, erstmal sagen, dass man differenziert, ob es um Singleplayer- oder Multiplayer-Spiele geht. Alle Player. Also, das ist ja immer ein Unterschied. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie online gecheatet. Ich schon. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, Daniel, das stimmt nicht. Warum? Weil, bestimmt mal bei ja, also erstmal hast du auf jeden Fall schon mal geghostet, also die, für die nicht wissen, was Ghosten ist, ein Teamkamerad, nein, bist du dumm? Also, bist du dumm? Unsere Zielgruppe ist doch locker über 60, also da wissen nicht alle, wer das so ist und so. Ghosten ist, wenn jemand stirbt. Bei Counter-Strike zum Beispiel und den Teamkameraden dann durch Kameras sagt, wo die Gegner stehen. Das ist quasi wie durch die Wand gucken, bloß einer sagt einem, wo die stehen. Also sagen wir mal so, das würde ich persönlich nicht als Cheaten sehen, weil ich dadurch, das ist Taktik, ist es. Weil ich dadurch keinen eigenen Vorteil habe. Dadurch hat mein Team vielleicht einen Vorteil. Oder du in dem Moment, aber ich persönlich cheate nicht für mein eigenes Wohl. Du hast locker, früher, wenn man zusammen auf einem Bildschirm noch Multiplayer gespielt hat oder so, da hat man locker mal auf den anderen Bildschirm, man sagt immer, nein, ich guck nicht auf deine Hälfte vom Fernseher, hat man immer gemacht, immer. Ja, aber das ist ja nicht. Ich hab noch nie gecheatet, aber ja. Ich hab nur online gesagt, ja. Online mit deinem Bro. Multiplayer. Das ist Multiplayer, ja, also online, ja, also sagen wir Multiplayer, das ist Multiplayer, ja, ja. Sagen wir mal on the line, ne? Ja, genau. Okay, also Multiplayer cheaten, ja, aber online bisher noch nicht. Doch, bei Saints Row hast du auch schon gecheatet, 100 Pro. War nicht schlecht, ey. Da haben wir nämlich zusammen gespielt. Da konnte man nämlich ein UFO freischalten. Das war der echte Cheats. Da musstest du ja dann irgendwelche Codes eingeben und dann. Weißt du? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist doch gelogen. Ja, hundertprozentig. Die sind ja sogar als Cheats online. Also, ich bin. Also, ein Cheat ist doch eigentlich eine Taktik, um das Spiel zu überlisten. Nee. Überlisten, um einen Vorteil zu haben. Ja, aber nicht unbedingt. Bei GTA. Nein, warte mal. Ja, nee, aber guck mal, wenn du bei GTA die Bubblehead, also dass die alle große Köpfe haben zum Beispiel, das ist doch auch schon ein Cheat. Du manipulierst das Spiel. Genau, alles, was das Spiel manipuliert, sollte man als Cheat, glaube ich, ansehen. Ja. Das finde ich auf jeden Fall mal eine gute Aussage. Alles, was das Grundspiel verändert, ist ein Cheat. Ja. Aber ist eine Mod dann auch ein Cheat? Ist ein Mod ein Cheaten? Ich finde irgendwie nicht. Das ist so, wenn man eine Mod spielt, ohne da zu schummeln, das ist halt irgendwie. Ja, erklär mal kurz, was eine Mod ist, damit es. Ja, eine Spielmodifikation, jetzt sagen wir sowas wie DayZ oder sowas, was ja ganz bekannt ist. Ja. Oder hier bei Counter-Strike ein Zombie-Modus. Also DayZ ist ein eigenständiges Spiel und daraus gibt es dann. Nee, also Arma ist das eigenständige Spiel und durch eine Modifikation des Codes hat man DayZ quasi. Sehe ich das richtig? Und andere Game Models reinmachen und so. Also man verändert, man nutzt die Grundbasis eines Spiels und verändert es komplett. Nein, also finde ich nicht, weil es ist dadurch ein eigenständiges Spiel. Ja. Also du kannst rein theoretisch in DayZ cheaten. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du kannst, das ist halt einfach so, das ist der Unterschied in der ganzen Geschichte. Also ein Mod würde ich nicht als Spieler nennen. Was sagt denn Timo dazu? Gucken wir doch mal, welche Mod, ne? Aber ich denke, das kann man nicht festhalten. Aber ja, ich fand das ganz geil, was er gesagt hat mit Pokémon. Also das ist ja eindeutig ein Cheat gewesen. Man hat durch das Rumschwimmen an der Insel mit Surfer die siebte Position? Ja, irgendwie so. Die siebte Position im Inventar wurde dadurch um 10 erhöht oder sowas. Und da hat man natürlich die Sonderbonbons genommen. Also ich habe eher so gescheatet, dass ich an Terminal gegangen bin und dann musste ich im richtigen Moment ausmachen und hatte ich den Sonderbonbon immer noch. Ja, das ist erst in der zweiten Version. Das war bei Silber und Gold. Ja. Ah, okay. Ja gut. Nee, das habe ich nie gespielt. Ich habe nur die blaue gespielt und da kenne ich den, dass man den alten Typ in dem Start... Ort ansprechen muss, genau, und dann zur Insel fliegen und dann an der rechten Seite der Insel immer auf und ab schwimmen. Genau, das ist der Standard-Cheat.
Und dann kam immer. Ist das absichtlich eingebaut worden, das Ding? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Glitch, weil das ist ja quasi. Da steht ja auch immer Missing No, weil das ist eine. Die Nummer des Pokémons fehlt ja auch. Du konntest das ja auch fangen. Also, das ist ein Easter Egg? Ja, weiß ich, kann auch sein. Nee, das Pokémon, was da war, war. Ich habe das letztens erst gesehen. Auf jeden Fall wurde das kurz bevor das Spiel released wurde, wurde das Pokémon wieder rausgenommen. Aber der Platzhalter war noch da. Also die ID von dem Pokémon war noch da. Deswegen gibt es auch dieses Missing No Pokémon, also den Glitch, den du fangen kannst. Ja. Also ich muss persönlich sagen, ich glaube, das ist programmiert. Weil du kannst doch, also das benutzt der Torenfang, der hat da wahrscheinlich die größte Erfahrung. Gibt es so Glitche in einem Spiel, wo der Entwickler nicht schon weiß? Ja, also das ist ja bei unterschiedlichen Spielen. Ich rede jetzt sowas wie, so wie bei Pokémon, klar. Wenn du dich irgendwo in eine Wand reinhackst und du da aus Versehen durchgucken kannst und so einen Scheiß, das sind wahrscheinlich einfach Spielfehler sein. Aber jetzt wirklich sowas mit einer festen Reihenfolge, damit du das Spiel auszeigst, muss doch programmiert sein. Also, so wie ich das recherchiert habe, ist es bei manchen Spielen, es gibt auch diese, dann drückst du 80 Mal links, oben, unten, rechts, B, A, X, Y und dann drehst dich dreimal im Kreis und furzt zweimal. Und dann hast du das Spiel, also dann das ist quasi wie umprogrammieren. Durch eine gewisse Tastenkombination aktivierst du etwas, das ist quasi umprogrammiert. Also das ist schon eine echte Manipulation. Allerdings ist das ja von den Entwicklern schon vorgegeben, weißt du? Nee, ja, das wissen, ganz oft wissen die es ja gar nicht. Ja? Ja, das kommt halt. Also ich sag mal sowas, dass man halt jetzt ein extra Programm laufen hat, zum Beispiel, um jetzt im Spiel irgendwelche Vorteile zu haben. So, das ist für mich so richtig geschieden. Aber ja, das ist irgendwas Hacking, schon Hacking, ne? Ja, das ist Hacken, würde ich auch sagen. Also das ist auf jeden Fall Cheats, im Spiel, Cheat-Codes eingeben, das ist ja alles immer vom Entwickler vorher gesehen. Diese Glitches sind halt Glitches, das ist halt aus Versehen passiert. Und bei manchen Sachen ist es halt ein Mysterium. Jetzt sage ich jetzt einfach mal Pokémon, kann das oder das sein, ne? Man weiß es halt nicht. Ja. Die können ja sagen, was sie wollen, ne? Also ein klassischer Glitch wäre zum Beispiel bei The Vision, wo man sich in einen Bereich, wo man eigentlich gar nicht rein darf, der erst später freigeschalten wird, durch eine Wand durchdrückt, weil das Spielermodell nicht ganz durchpasst, das wäre ein Glitch. Das ist aber für mich auch kein Cheat. Also man nutzt quasi die Unfähigkeit des Spiels, um noch mehr Spaß zu haben. Das ist ja. Was ja auch Speedrunner alle machen. Ja, genau. Quasi. Ich muss gerade nicht sagen, ich finde das Cheat. Das würde ich als Cheaten sehen, aus dem Grund, dass du dir wirklich wieder den Vorteil holst. Ja. Also es ist definitiv nicht ein gewollter Cheat, das auf jeden Fall nicht. Das wäre krass, wenn die da so einen dummen Fehler einbauen. Wie gesagt, das ist ein Glitch. Das ist ungewollt. Ja, man schummelt natürlich in irgendeiner Form. Ne? Viele Glitches, viele Cheats gibt es ja auch nur deshalb, weil die Entwickler das eingebaut haben, um schneller durch die Level zu kommen. Es ist zum Beispiel ganz bekannt bei Mario 64. Dort gibt es so viele Dinge, die man machen kann, um schneller durch die Level zu fliegen. Und das ist eindeutig gewollt vom Entwickler. Also ein eingebautes, was einfach nicht rausgenommen wurde. Damit man das Spiel einfacher überprüfen kann auf Fehler. Damit der Entwickler das Spiel nicht nochmal durchspielen muss. Deshalb gibt es teilweise Cheats. Ja, genau. Das ist ja auch typisch God-Mode. Diese genau, der God-Mode, die man ja in der Konsole eingibt. Ja. Das ist halt alles für den Entwickler eingebaut, ne? In ja. Clip, da kann man Strike das hier, ne? Ja. Da geht man dann ja eher in den Entwicklermodus. Ja, quasi schon. Ja, und bei GTA hat sich das natürlich so zum Spaß gemacht, witzige Cheats sich auszudenken, ne? Ja. Richtig, also das habe ich definitiv auch gemacht. Also ich glaube, wo ich am meisten gespielt habe, waren wirklich irgendwie bei den ganzen Scheiß-Strategie-Spielen. Okay. Oh ja. Empire, ja. Also, Empire at Earth, Age of Empires. Rollercoaster Tycoon. Ja. Immer den Gadget geholt. Das ist ein Aufbauspiel. Aber. Ja, ist ja alles, also Vogelperspektive und man muss irgendwas irgendwo hinsetzen. Oder zum Beispiel bei Sims. Oh, Sims, Motherload. War Motherload bei Sims? Noch, ne? Nur mal so. Bis Sims 4 heißt immer gleich der Cheat. Das ist halt auch von Entwicklern gewollt, weil das ist halt dieses
falls sie in einer Präsentation das Spiel schnell in seiner Vielfalt präsentieren wollen, dann gibt es Entwickler-Codes, die dafür sorgen, dass sie quasi alles innerhalb von 15 Minuten ercheaten können, damit die Präsentation besser läuft. Also, das sind so Spiele, da habe ich definitiv. Das war. Anders hat es auch teilweise keinen Spaß gemacht. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja, früher, also früher vor allem als kleines Kind, wenn ich da was gezockt habe, Spiele waren so schwer teilweise, dass ich, ja. Also wenn ich, selbst wenn ich ein Spiel hatte und das über ein halbes Jahr lang die ganze Zeit gespielt habe, habe ich ganz oft nie das Ende gesehen. Super Mario Land zum Beispiel auf dem Game Boy, eins der ersten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe. Ich habe vielleicht die ersten zwei Level geschafft, danach musste ich das immer meinen Schwestern geben, damit die das für mich durchspielen und ich das Ende sehen kann. Also, ist halt mega der Fail eigentlich, aber... Voll niedlich eigentlich, das ist auch Cheaten. Gibt es deinen Schwestern, die für dich dann spielen? Du nee, eigentlich ist das ein Let's Play. Eigentlich ist das ein Let's Play dann. Ja, außer du tust so, als wärst du das gewesen. Nee, das habe ich ja nicht. Ich wollte einfach nur das Ende sehen. Meiner Mama habe ich zum Beispiel mal Tetris gegeben, damit ich am Ende die große Rakete sehen kann. Also für mich war das... Ich habe quasi... ich hab, die große Rakete. Ja, die sehe ich ja jeden Tag. Also das ist ja... Wenn du mich besuchst, ne? Ja. Das ist billig, ey. Oh Gott. Da musst du deine Mama fragen, damit du die große Rakete siehst. Ja, was? Ja, was soll ich... Wow, es ist einfach... Was soll ich dazu sagen? Also, ich spreche da nächstes Mal drüber, wenn deine Mama in meinem Bett liegt. Du kannst vielleicht zeigen, wenn deine Mama meiner Mama war ihre große Rakete. Yay! Yeah! Das war ein geiler Kill. Sorry, war cool. So, jetzt, genug Raumfahrt, ne? Genug Raumfahrt. Reden wir mehr über Schwänze. Ich würde dir so gerne High Five jetzt geben. Komm, wir machen es einfach. 3-1. Hat getroffen. Du hast zwar mein Gesicht getroffen, aber... Passt schon. Ah, so wie immer. Oh, schön, wirklich schön. So schön. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Spiele, die sind gebaut, um zu fliegen. Da geht's nicht anders. Ja, ist so. Ja, also sonst verliert man halt einfach komplett die Interesse daran. Sonst kannst du das Ding gleich wegschmeißen. Ja. Ja, teilweise, also früher hat man ja auf dem Gameboy... Also ich habe ganz viele Gameboy-Spiele gehabt, weil ich nur einen Gameboy hatte damals und auch nicht mehr haben durfte. Und deshalb, wenn man dann mal ein Spiel hatte, und das war purer Scheiß, aber man konnte es dann nicht mehr zurückgeben, da musste man sich das dann irgendwie spaßig machen. Dann hat man natürlich irgendwie versucht, Cheats zu holen, was derbe schwierig war damals ohne Internet. Ich meine, ja, also... Ich habe extra mir ein Magazin gekauft. Ja! Das ist so, ja, sowas aus Papier. Oh mein Gott, ja, Gaming-Magazine, um Cheats zu finden. Genau, und da waren dann Cheats drin, also ein Cheat-Magazin. Damit konnte man damals Geld verdienen. Dreh dich um, der kommt jetzt gleich raus. Was ist das? Das ist zum Beispiel Cheat. Ja, das also ist Ghosting. Also haben wir auch schon mal online alle gecheatet. Ja. Ja, ist halt die Frage, also ich finde es nicht wirklich als Cheat. Ich aber auch nicht. 17 AP, ich habe ihn 26 Damage gemacht. Also ich finde, Cheaten ist, sobald du selber dafür verantwortlich bist, dein Spiel zu verbessern. Ja. Ja, irgendwie schon, aber dann können wir auch gleich, wir hüpfen jetzt, aber ist es natürlich auch trotzdem, man kann es gar nicht ohne Hüpfen machen eigentlich. Weil im E-Sport, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, ist das dann ja eigentlich Hacken, weil sobald man im Multiplayer etwas manipuliert, um besser zu werden, ist es dann ja schon kein Cheat mehr eigentlich, ne? Das ist dann ja, das würden wir dann als Hacken betiteln, gehe ich mal von aus. Also nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel, Halo. Ja. Bunnyhop. Finde ich kein Cheat. Nee, das ist ja, du benutzt... Das ist Skill. Ja, das ist einfach, ja, das ist Movement, würde ich sagen, das ist... Also das sind so Sachen von wegen, das ist völlig legal. Dafür wirst du nicht angefickt. Ist genauso wie von wegen, wenn man es jetzt mal aus dem Real Life sieht, ich finde Karten zählen im Casino auch kein Cheat. Es kann dir eigentlich, ja genau, eigentlich kannst du ja keiner verbieten. Ja, ist halt also Skill eigentlich. Ich wollte gerade sagen, du bist halt einfach nur scheiße intelligent, ne? Also, ja. Ist halt eigentlich echt erbärmlich, dass du dafür bestraft wirst. Aber ist Karten zählen nicht verbunden, dass man eine Gruppe dafür braucht?
Nein, aber ich habe keine Ahnung. Wow. Leichter, ne? 8, 9, der hat noch 2 HP. Dann kommen jetzt die Dinge zu hoch. Boah. Also, ja, ist halt schwer. Also, ich glaube, wie schon gesagt, es gibt Spiele, die macht es mega kaputt. Wie zum Beispiel, also ich könnte mir nie vorstellen, bei Counter-Strike zu schießen. Also, das finde ich. Nee, das ist also, es sei denn, alle cheaten, aber das ist dann ja quasi ein ganz anderes Spielerlebnis, aber. Also wie Rennradfahren. Ja, genau. Genau, zum Beispiel. Das ist ja quasi Hacker gegen Hacker-Duell. Ja. Ja, ist tatsächlich ja leider so, aber. Weiß nicht, gibt es ja tatsächlich bei Counter-Strike auch. Müssen wir nach HVH-Servern suchen. Also da treten Hacker gegeneinander an. Okay. Wer hat den besten Hack? Das ist dann ja eigentlich ein Technikpimmel, der da gegeneinander antritt. Also wer hat den längsten Technikpimmel? Wer kann am besten programmieren in dem Fall? Ja. Und wahrscheinlich dann, ne, irgendwelche Programmierer, die sich da betteln. Ja. Ich glaube Excel.findiat an. Ja. Nur mal so. Der hat eben gerade quasi ist aufs Model geflickt. Der ist auch privat und hat den Backband von 266. Der guckt auch gerade durch die... Ja, Seite. Ich weiß. Siehst du das? Guck mal, wir haben hier gerade live einen Cheater im Spiel. Das ist ja auch mal interessant. Guck mal... Aber dann müsste der den da unten sehen, oder nicht? Ja, hat er ja. Der guckt ja doch ständig hin. Guck mal. Siehst du das? Ja. Er hat perfekt gewartet. Er ist 100 Pro. Er weiß, hat er ihn nicht gehört? Nee, jetzt spricht schlicht. Er ist auch ganz komisch auf das Model überhaupt geflickt. Er hat nach unten gezielt und ja. Naja. Aber passt doch perfekt. Also für die zugucken, Cheaten nervt halt hart im Multiplayer, weil der ist dafür ausgelegt, dass alle die gleichen Chancen haben. Und so gibt's das einfach nicht mehr. Was das Spiel einfach total kacke macht. Also muss man wirklich sagen, da gibt's ein schönes Wort, ist halt einfach verdammt unfair, ne? Ja, genau, es ist unfair. Es ist wie Doping. Ja. Im echten Sport. Es ist einfach. Ja, und dann, klar, dann sagen jetzt wahrscheinlich die Cheater, ja, ihr könnt doch auch cheaten. Ja, dann will ich mir das Spiel nicht kaufen. Genau, ja. Das hat einfach so der Unfair an der ganzen Geschichte. Das bringt ja wenig, also es macht ja keinen mehr Spaß. Gut, okay, es geilen sich nie Leute darauf auf, wenn sie einfach besser sind. Ja, aber das Ding ist, sie sind ja nicht mal. Also die. Ne? Also sie sind ja nicht besser dadurch. Sie sind ja einfach nur. Sie schaffen es zu gewinnen dann mit, aber sie sind ja nicht besser. Hattet ihr noch nie Spaß, wenn irgendjemand mal gecheatet hat? Nee. Also Multiplayer cheaten, ich find's. Also wenn im gegnerischen Team einer cheatet, ich find's auch kacke, wenn einer im eigenen Team cheatet. Das macht es einfach. Das ist auch ständig passiert. Ja. Also Torun und ich haben zum Beispiel mit einem Kollegen mal so, also wir beide gegen ihn Battle gemacht. Und er hat seinen Cheat angemacht, ohne uns das zu sagen, wir wussten das auch nicht. Und er hat den so klug eingesetzt, dass wir nicht genau wussten, ob er nun cheatet oder nicht. Und haben wir uns gedacht, Alter, wie gut ist der denn geworden? Und wir haben eigentlich dann später, als wir es herausgefunden haben, nur noch gelacht, weil das halt eigentlich ziemlich lustig war. Ja. Also, ja, typisch LAN-Party, ne? Ja. Aber ich wollte gerade sagen, das ist auch ein ganz anderes Feeling, ne? Also, auf der LAN-Party zu cheaten, ist auch wieder was ganz anderes. Also, ja, das ist halt dieses typische Trollen, also um... Das heißt genauso, als ob du irgendjemanden einen Putzkissen auf dem Schuh hast. Das ist genau das Gleiche. Also... Ist halt kein Unterschied. Ja. Das ist quasi mal ein Reinlegen auf einer LAN-Party. Ja. Weil da gehört es allein schon zu, auf der LAN-Party bei deinem Gegenüber oder der Typ, der neben dir sitzt, nicht auf den Bildschirm zu gucken. Ja, das stimmt. Aber es war auch geil. Also allein diese Szenen, wenn du so früher am Bildschirm, was weiß ich, James Bond gespielt hast oder sowas und dann im Multiplayer 4 Leute an einem Bildschirm. Ich habe es jetzt erst letztes Wochenende am N64 gehabt. Es ist so lustig, wenn alle an einem Bildschirm spielen und du weißt ganz genau, alle gucken überall hin. Es ist so... Und alle so, nein, ich guck nicht hin. Das ist wie früher. Das ist original wie früher einfach. Aber es gehört irgendwie dazu. Gerade bei so Online-Spielen, also Multiplayer-Spielen an einem Fernseher gehört es irgendwie dazu. Das macht auch den Spaß daran aus. Wobei es da ja eigentlich kein Cheaten ist, weil das könnten ja alle machen. Nee, es stimmt auch nicht. Nee, da sind wir. Nee, das stimmt ja auch wieder nicht. Dann stimmt das ja nicht, was wir gerade gesagt haben, wo wir gesagt haben, ihr könnt ja auch cheaten im Online-Match. Also, beziehungsweise ich finde, wenn du jetzt
wenn du nebeneinander sitzt und du guckst bei dem anderen auf dem Bildschirm, wo er gerade ist, da sind schon Freundschaften mal kaputt gegangen. Ja, also, ja, ja. Diese dumme Diskussion. Nee, du guckst, nee, hab ich nicht. Ja, ja. Und dabei weißt du noch ganz genau, dass er noch den DIN A4-Zettel vor sich liegen hat. und die Karte nachdem er gerade das Kreuz gemacht hat, wo du stehst. Also das ist, ja. Das ist Cheaten, das gehört aber quasi dazu, wenn du nebeneinander sitzt und zockst. Ja. Obwohl es dadurch schon wieder eigentlich einen anderen Namen bekommen müsste. Es dürfte nicht Cheaten heißen. Es ist halt Schummeln, ne? Das heißt Cheaten. Tut mir leid, ist halt so, ne? Das stimmt allerdings. Ja, deswegen nennt man es ja auch beim Online-Spiel endlich Hacken, ne? Grundsätzlich. Also, weil die Spiele bieten einem ja auch nicht die Möglichkeit, quasi zu cheaten. Also, man kann ja bei Counter-Strike nicht cheaten, außer man hat einen Hack. Ja. Das stimmt. Da gibt's ja, stimmt, da gibt's ja keine richtige Manipulation. Man könnte sowas wie diese, wie nennt sich das? Wenn man drei Leute aufeinander stellt und das nur an ganz bestimmten Boosten. Ja, wenn du das Boost machst, drei Leute stellen sich aufeinander, normalerweise können sich nur zwei aufeinander stellen, aber bei drei Leuten, das geht halt nur an ganz bestimmten Stellen auf der Map, ne? Genau, weil, wo eine Ecke ist. Ja. Und wo man in den und den Winkel dran guckt, genau. Ja. Aber selbst das finde ich nicht cheaten, das ist Skill. Wenn du das ja, das ist halt alles, ja, das ist aber wirklich Spielwissen. Das Interessante ist bei Matches, von jetzt irgendwie offiziellen Major-Turnieren oder sowas, ist es verboten, sofern das zum Beispiel ermöglicht, dass man über die Map gucken kann und sowas. Ja. Das hat ja mal Fnatic, das ist ja ein ganz bekannter Fall, eingesetzt zum bestimmten Boost mit der Scout auf Overpass und da konnte man quasi, konnte er die Gegner sehen, aber die Gegner sahen ihn nicht, weil das vorher nicht vorgesehen war. Okay, der Stream ist gerade abgeschmiert. Das war quasi auch Cheaten. Also nein, die Audiodatei läuft noch, aber der die Aufnahme. Nichts, dass das jetzt gerade abgeschmiert ist, aber ich muss die Videodatei irgendwie nochmal zusammenschneiden. Weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Aber we will see. Hallo und herzlich willkommen. Also, ey, es ist echt ohne Scheiß. Warum muss jetzt der Broadcast-Server warum muss der jetzt abschmieren? Das ist natürlich... überwachen und das ist halt quasi genau diese Einschränkung, ne? Das ist halt, WAC würde besser sein, wenn die Nutzer damit sich zufrieden geben, wenn es quasi den ganzen PC durchforstet, alle Prozesse sich anguckt, aber das tut es halt eben nicht, ne? Ja. Das ist halt genau das Problem, das hatte, glaube ich, Valve sogar schon mal vor einzuführen, haben sich aber viele gegen gewehrt und jetzt kann man ja zum Beispiel ESEA spielen, das ist so eine Liga. Und da gibt es halt einen clientseitigen Anti-Cheat. Ne? Also da kannst du tatsächlich sicher sein, oder relativ sicher sein, dass sehr, sehr viele Cheats erkannt werden und die Cheater gebannt werden. Könnt ihr Schnapp kicken, damit ich in euer Team komme? Ja. Ja, der Stream läuft wieder, aber ich muss die Kamera abstöpseln. Kinect hat sich gerade verabschiedet. Naja. Einmal F1 drücken, bitte. Aha. Du müsstest eigentlich jetzt zu uns kommen können. Ja, Moment. Ja, geil, läuft. Nächste Runde bin ich bei euch. Ja, cool. Ja, aber ich finde, wie gesagt, also ich muss sagen, Cheats sind irgendwie lustig, aber im Online-Bereich natürlich der größte Scheiß, den es gibt. Muss man einfach sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht Spiele auch einfach kaputt für andere. Ja, klar, ja, total. Auf jeden Fall, Counter-Strike ist momentan... Eigentlich ist es Counter-Strike broken momentan. Ja. Ne? Also, Benny und ich haben uns jetzt entschieden, ESEA zu spielen, wenn wir dann mal competitive spielen, weil, also, zu smurfen, ne, mit euch bringt ja gar nichts mehr. Also, das ist ja wirklich 100% der Matches sind vercheatet. Also, es ist auch oft so, dass unser eigenes Team cheatet und wir deswegen gewinnen. Ja, okay, aber irgendwie macht es trotzdem keinen Spaß. Ne? Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Valve, beziehungsweise Steam, je nachdem wer jetzt zuständig ist für den Online-Bereich, die haben ein ganz großes Problem, was Counter-Strike angeht, weil dieses Spiel, also rein theoretisch, wenn ich jetzt jemand bin, der noch nie Counter-Strike gespielt hat und damit anfangen möchte, du kriegst ein kaputtes Spiel für dein Geld. Ja. Du kannst gar nicht online spielen. Das Game ist einfach broken. Hilzen, guck mal rechts. Wenn bei den Holzstapeln. Im Wasser, links unten im Wasser. Er hat gecheatet, wir haben es ihm vorgebracht.
Ja, das Spiel ist leider, down. Und was, wie sieht das aus bei Pokémon Go? Weil das ist zwar ein Thema, was eigentlich an niemanden mehr interessiert, aber wie sieht es aus mit diesen, das haben wir zwar schon mal besprochen, aber nee, nicht die Bots, das ist auf jeden Fall, das ist Hacking für mich, aber dieses Anzeigen von Karten. Ach so. Ja, weißt du, wo man welche natürlich. Pokémon findet? Ja, das Problem ist, dass Pokémon Go ja sozusagen irgendwie in eigener Form auch ein Wettkampf ist, ne? Ja. Und wenn man das so betrachtet, ja, auf jeden Fall das Cheaten, ne? Weil man hat ja einen Vorteil für, gegenüber den Leuten, die es nicht nutzen. Ja. Jeder könnte es aber wiederum theoretisch nutzen, aber auch jeder kann Hack nutzen. Also das wäre eigentlich kein Argument. Aber ich habe es trotzdem benutzt, weil es nice ist. Ja. Es ist halt, ja. Aber da hat es das Spiel auf jeden Fall spielbarer gemacht, muss man sagen. Also, so, da war Pokémon Go kaputt und das durch den, ich nenne es jetzt mal Cheat, es ist, glaube ich, gar kein Cheat eigentlich, hat es das Spiel wieder zum spielbaren Spiel gemacht, weil man auf einmal den Ansporn hatte, weiterzumachen. Das ist so ein ganz komisches, das ist so eine Grauzone, in der ich nicht genau weiß, ob das jetzt falsch ist, das zu benutzen, oder einfach nur die Entwickler zu dumm sind, das einzubauen. Ich glaube ganz ehrlich, es gibt ganz viele Sachen an das Facebook von Go zu. Das haben die sich so ein bisschen verkackt. Also man hätte so eine Art Pokémon-Finder-Karte, das hätte ausgebessert werden müssen. Kellertreppe kommt jetzt hoch hin. Also man hätte das System des Auffinder-Pokémon besser machen müssen. Ja. Ja, aber lass uns nicht über Pokémon Go reden. Das Ding ist ja, das ist ja einfach nur der größte Crap des Jahrhunderts. Ja, aber die haben Kohle gemacht ohne Ende. Ey. Oh ja, aber sowas von. Ich glaube auch, die sind einfach mal über Nacht reich geworden. Ja, die können sich, nachdem sie gekackt haben, ihren Code vergolden lassen. Ja. Das muss man denen lassen, ne? Ja. Echt, die haben echt das gehypteste Game auf der ganzen Welt nochmal rausgeholt und zack. Fail, Benny. Doppelfail von mir. Nice. Triple-Fail. Ja, Cheats. Ich find's immer wieder ein spannendes Thema und ich glaube, aber dass das Cheaten selbst, also ich hab vorhin in der Vorbesprechung hab ich schon einmal gesagt, dass früher gab's ja das Problem des Speicherns bei unterschiedlichen Spielen ja noch, vor allem auf Gameboy. Ja, die Geschichte, weißt du, die erzähle ich jeden Sonntag. Ja, aber ist ja wirklich so, also auf dem Gameboy oder auf dem Super Nintendo und auf dem normalen Nintendo gab es ja bei ganz vielen Spielen einfach noch keine Batterien in der Speicher-Dings. Tomb Raider zum Beispiel, ey, das war auch richtig hart da, ey. Bei Tomb Raider konnte man doch speichern. Nee, ja nicht überall. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, aber das ist ja eigentlich was anderes, weil da gäb's ja, weil das, was ich meine, sind diese Codes, womit man quasi dann in die unterschiedlichen Level gekommen ist. Also, ja, man macht das Spiel auch wieder sowas Ähnliches wie Pokémon Go macht das Spiel dadurch irgendwie spielbarer, weil man manchmal hat man einfach keinen Bock, das ganze Spiel durchzuspielen, sondern will das Ende sehen, und früher ging das halt nur, indem man dann sich die Codes irgendwo hergeholt hat für die letzten Level. Also, ich bin der Meinung, dass es auch damals ein ganz anderes Thema war. Weißt du, als wir jung waren, das ist auch wieder krass an, wir sind ja quasi mit dieser Spielegeneration groß geworden. Ne? Das war neu. Wir waren die erste Generation, die quasi wirklich mit irgendwie Gameboys rumgerannt ist, eine Konsole hatte, PC gespielt hat. Da waren wir die Ersten. Also die Ersten, die es im jungen Alter erlebt haben. Es gibt natürlich welche, die es im alten Alter benutzt haben. So, und dementsprechend ist es logisch, dass wir, als wir damit angefangen haben, alles Mögliche ausprobiert haben. Das heißt, da gehört ein Cheat dann zum damaligen Zeitpunkt, das war ein Muss. Ja, ja, stimmt. Also, das wie Drogen. Jeder hat's gemacht und du warst uncool, wenn du nicht Drogen genommen hast. Ja, also, das gehört einfach zu so einem Spiel, gehörte dazu, sobald du cheaten konntest, warst du scheiße, wenn du nicht gecheatet hast. Also. Ja. Irgendwie schon, ja. Nee, gebe ich dir recht, irgendwie schon. Du konntest ja, also halt nicht mitreden, weil alle bei Sims und bei Age of Empires sich die komischen Babys mit den Dreirädern geholt haben, die die ganze Map weggebobbt haben in dem Strategiespiel. Also es war halt mega witzig. Und jeder hat's gemacht. Also.
Ja, aber da hat sie schon gesagt, wenn du bei Pokémon gerne 20.000 Superbonbons nicht gecheatet hast, dann warst du der größte Depp der Nation. Ja, genau, du hattest halt keinen Turtok auf Level. Was war denn eigentlich das höchste? 99, ne? Ich glaube schon, ja. Das ist halt einfach. Du, wenn, damals war Cheaten noch cool und heute ist Cheaten einfach. Das. Du bist so richtig der Pimmel, wenn du es machst, einfach. Ja, heute, also heutzutage würde es keiner mehr wirklich zugeben. Ja. Damals hast du das als Prestige. Stimmt, ja, wenn du einen anderen coolen Cheat hattest im Gegensatz zu den anderen, dann, dann hat man den auch nicht so leicht losgegeben, weil man vor allem auf so LAN-Partys, so wenn man zusammen Age of Empires gespielt hat, du warst natürlich der Coole, der dann, keine Ahnung, was gab's noch? Es gab doch dieses Auto, was man sich sogar bei Age of Empires entscheiden konnte. Es gab das Baby auf dem Dreirad und dann noch so ein Cabrio, das gab's auch noch. Das waren dumme Cheats. Und die sind natürlich, um auf die Frage zurückzukommen, ob das gewollt ist, die sind natürlich gewollt gewesen. Also ich meine, das sind ja richtige Models gewesen. Die sind richtig animiert gewesen. Also das, wie schon gesagt, gehörte fast dazu, als die Tage bis zum Abschluss. Ja. Ja, und aber ich glaube, gut, dafür bin ich zu wenig in der aktuellen Spielewelt drin, also was die neuen Spiele angeht. Alter, wieso steppt ihr denn alle? Gibt's das noch? Also gibt es noch die Spiele, die wirklich zum Cheaten gebaut sind? Außer jetzt GTA? Weiß nicht, ich glaube, in der Regel ist das alles raus. Wirklich Cheaten gibt es nicht mehr. Das wäre dann schon wieder in Richtung Mod oder Glitches. Das Spiel, die Fehler im Spiel finden und die für lustige Videos nutzen. Aber so wirklich ist, ich gebe eine Tastenkombination ein oder drücke 20 Mal rauf runter. Ja, ich glaube, das ist auch einfach ganz klar weniger geworden, weil es ist ja auch viel komplizierter auf Konsolen zu cheaten. Ja. Das stimmt auch also, wieder. Ist ja, also quasi, das ist ja wieder auch ein ganz anderes Spiel. Also ich glaube, ich hätte jetzt zu Hause kein Xbox-Spiel, wo man cheaten könnte, wo ich wüsste, gut, okay, Saints Row. Ja. Aber das finde ich auch schon wieder nicht als Cheaten, sondern das haben die Entwickler nur so genannt, um es interessanter zu machen. Ja, das irgendwie schon. Interessanten Punkt. Also auch bei GTA, wenn du da deine Cheat in Anführungsstrichen angibt, das ist so offensichtlich, das ist kein Schummel mehr, das ist ein Trick, um das Spiel interessanter zu machen, ist zu lustiger zu machen. Das ist irgendwie schon so Marketing, ne? Ja. Also ich bin der Meinung, dass das typische, also dieses Handy bei GTA Marketing ist Cheaten genannt wurde. Ja. Ja. Glaube ich auch. Der kommt von oben. Achtung. Schaffst du. Ja. Idiot. Wieso schießt der mich ab, ey? Was für ein Idiot. So ein Dulli, ey. Ja, aber nicht schlimm, ne? Besser ihn. Geht einfach neben dir. Er geht jetzt heulen. Ja. Ja, ich glaube, das war's eigentlich zu Cheats, ne? Viel mehr gibt's ja gar nicht so zu sagen. Also. Also, ja, also was heißt nicht dazu zu sagen? Ja. Ja. Ist scheiße. Also heutzutage. Wir sind damit groß geworden. Ich glaube, dementsprechend haben wir auch eine ganz andere Position dazu. Ich würde heute nur noch cheaten, oder das hatte ich damals auch schon, um mich selber zu belustigen. Nicht um einen Vorteil zu haben, sondern um mich zu belustigen. Ja. Um ein totes Spiel, was man schon viel zu lange gespielt hat, noch einmal zum letzten Mal ein bisschen spaßig zu machen. Aber dann würde ich es auch weglegen, das Spiel. So, das ist das Letzte, warum ich ein Spiel noch anfassen würde. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, nehmen wir jetzt mal... Boah, wie bei den Frauen. Richtig, ne? Sims. Bei Sims habe ich quasi so gecheatet... Frauen, Sims. Um sie nackt zu sehen, die Frauen. Ja, ist aber so. Nein, aber einfach, ich habe mir einfach nur Geld gecheatet, um einfach dann zu bauen. Um einfach viel Geld zu haben. Ja, ja. Ich hatte keinen Bock, irgendwie 40 Jahre zu spielen, um mir dann irgendwann das Haus zu bauen, was man sich gerne hat. Nein, ich habe das Ding einfach nur benutzt, um Häuser zu bauen. Du wolltest halt dein Traumhaus haben. Richtig. Und dein Traumhaus gibt's nicht für einen Euro. Richtig, oder für 20.000 Sims-Dollar. Ja. Ne? Simeons heißen die. Simeons? Babidi Babidi Bubu.
12 HP noch. Ne, also das ist. Und dementsprechend, also obwohl, ein Thema habe ich noch, ein Thema habe ich noch, und das ist Free-to-Play bzw. Pay-to-Win. Das ist ja quasi der erkaufte Cheat. Also, so viel, ja. ich find nahezu jedes Spiel, was Free-to-Play ist und man sich damit irgendwie Gold oder neue Leben etc. kaufen kann, das heißt ja nicht umsonst Pay-to-Win. Und da ist der ausschließliche, also da kauft man sich vom Entwickler den Cheat. Anstatt Motherload einzugeben, gibst du deine Kontodaten ein. Würde ich widersprechen. Ich nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund. Ich nicht. Ist es Cheaten, dass du jetzt eine bessere Tastatur und bessere Maus hast als ich? Hä, wieso? Nein. Aber das ist ja gar kein Pay-to-Win, was ich meine. Ja, auch anwenden können. Im Großen und Ganzen schon. Das heißt für besseres Equipment. Nein, Pay-to-Win ist doch für Ingame-Inhalte. Ja, ja, aber es ist wahrscheinlich egal, ob jetzt Ingame oder live. Nee. Einfach nein. Ich bin auch einfach dagegen. Finde ich total. Also was, wenn du dir bei Pokémon Go eine bessere Tastatur kaufst, dann ja klar, aber guck mal, Pokémon Go ist doch auch Pay to Win gewesen. Wenn du dir die Glückseier gekauft hast, das ist doch auch quasi nur ein Cheat, um schneller zu leveln. Na, es ist eine Möglichkeit, die dir gegeben wurde. Ja, aber dafür bezahlst du. Rein theoretisch hast du, wenn du Geld in die Hand nimmst, nicht mehr das gleiche Potenzial wie ein Spieler, der es nicht macht. Also es ist ein Cheat. Aber du überlistest das Spiel nicht. Machst du bei Motherload ja auch nicht, weil das gab es ja auch. Jeder hat die Möglichkeit, Motherload bei Sims einzugeben. Das ist vollkommen richtig. Aber das ist quasi ein versteckter Hinweis. Nein, das ist ein versteckter Cheat. Nee, nein, die Hürde des Benutzens ist nur zu wissen, wo man es eingeben muss. Und die Hürde des Benutzens beim Glücksei bei Pokémon Go war zu wissen, wo man seine Kontodaten einträgt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist definitiv ein Vorteil, aber ich finde einen Vorteil, der nicht als Cheat gilt. Okay. Weil, sagen wir mal so, dann müsstest du ja Skill auch als Cheat sehen. Nee, die kannst du ja nicht kaufen. Ja, aber ist ja trotzdem das Gleiche. Dann kriegst du eine Verbesserung. Ja, aber... Nimm jetzt nicht Pokémon Go, sondern nimm jetzt ein richtiges hartes Pay-to-Win, wo die beste Waffe wirklich nur freischaltbar ist, wenn du das kaufst, und mit der Waffe bist du inbar und... Nee, WoW ist ja überhaupt kein... WoW hab ich nicht gesagt. Werbe auch nicht. WoW hab ich doch nicht gesagt. Nee, aber Nille hat gerade... Aber du kannst ja bei WoW auch Sachen kaufen. Nee. Geld, was du erfahren hast. Ja, genau, also... Leuten, die das erfahren haben. Du kannst Gold kaufen. Ja, genau, das ist sozusagen auch irgendwie cheaten. Habe ich aber auch schon mal gemacht bei einem anderen Spiel. Okay. Bei. Wie hieß das nochmal? Silk Road. Ja, genau. Silk Road habe ich mir schon mal Gold gekauft, und bei. Oh, von Nexus das Spiel. Nexon. Vindictus. Vindictus. Mhm. Ja, da haben wir uns auch mal Gold gegönnt. Also ich finde, du musst quasi den Spielcode, wurde jetzt richtig ausgedrückt, weiß nicht. Du musst den Spielcode verändern, damit es nicht cheat ist. Das ist Hack. Was meinst du erst? Ja, aber sag mal so, ich finde jetzt deswegen, wenn du die Sachen im Spiel kaufst, ist es nicht cheat. Also natürlich, wenn ich mein ganzes Geld dafür ausgebe. Irgendwie, angenommen, ich bin jetzt Millionär und ein Spiel kommt gerade relativ frisch raus und da gibt es 1000 chinesische Kinder, die das Gold farmen, und du kaufst dir mega viel Gold, dann hast du ja geschummelt, um dieses Gold zu kriegen. Ja, warte, ich glaube... Das Mittel zum Zweck ist dann Geld, aber trotzdem ist es ja Schummeln. Ne, es ist nicht Schummeln. Hast du das überhaupt nicht? Natürlich. Das ist auch verboten, laut den Regeln sowas zu tun, nur mal so. Und das ist quasi Schwarzmarkt. Laut genau. Den Regeln. Also ich glaube, laut den Regeln des Spielemachers, das ist verboten zum Beispiel. Also glaube, in WoW darfst du kein Gold kaufen, wenn die das erwischen, ja, in allen Account Spielen gebannt. Darfst du das nicht eigentlich, weil es das Spiel kaputt macht. Also nehmen wir mal zum Beispiel, ich glaube, da könnt ihr jetzt relativ wenig mitreden, aber bei FIFA. Ja doch, ich kenne mich da aber aus. Ja, ich kenne mich auch. Ultimate Team meinst du jetzt, genau, ne? Genau, FIFA Ultimate Team. Da ist es so, da kannst du von Anfang an entscheiden, okay, kaufst du dir diese Scheißversion für 59 Euro, da hast du nichts mit bei. Kaufst du die Super Deluxe E-Box Edition mit 20 Gold Packs und kaufst du dir die Ultra und gibst Millionen aus und hast gefühlt ein Leben lang Gold. Okay, das ist kein Cheaten, weil du ja nicht weißt, was du bekommst. Du kaufst dir ja nicht, also
Und da ist ja auch gleichzeitig noch der Skill. Der größte Dulli der Welt könnte immer noch mit, ja, keine Ahnung, mit, ja, mit dem besten Gold-Team immer noch gegen das gammeligste Grau-Team, keine Ahnung, was es da gibt, verlieren. Das ist richtig. Aber das ist doch genau die gleiche Sparte. Nee, überhaupt nicht. Es ist halt erlaubt, ne, muss man dazu sagen. Ja. Das ist ja erlaubt. In anderen Spielen, was wir alles erzählt haben, ist alles verboten. Bei Free-to-Play wiederum ist es natürlich wieder erwünscht. Ich wollte gerade sagen, ne? bei, da ist es ist erwünscht. Gut, wenn du jetzt bei WMW irgendwie illegal was kaufst, das ist logisch, das ist es Cheaten. Sobald es das illegal ist, ja. Aber wenn jetzt ein Free-to-Play-Game darauf spezialisiert ist, dass du Sachen kaufst, dann ist das kein Spiel. Weil deswegen ist das Spiel ja auch free. Damit ja klar, aber es gibt dann die Spiele, die halt auch pay to win sind. Das meine ich. Also du bezahlst, um dann besser zu sein als alle anderen. Ja, da gibt es ja auch wieder die Lücke, dass das ja theoretisch jeder machen kann, ne? Ja, ich finde, eigentlich nicht, Daniel, weil... Irgendwie hat Daniel schon recht mit seiner Argumentation. Nur wenn man es auch mit FIFA bezieht und so weiter. Ja, bei FIFA ist das schon anders. Ich finde das schon okay eigentlich, aber... Ich finde diese Free-to-Play, das ist vielleicht einfach ein anderes Thema als Free-to-Play und Pay-to-Win, das ist, glaube ich, einfach so umfassend. Vor allem ist das ein Unterschied. Genau. Ja, das Free-to-Play ist ja nicht Pay-to-Win. Nee, das stimmt auch wieder, ja klar. Nur manchmal. Aber es ist der Grund. Ja, also es gibt auf jeden Fall viele, die das so machen. Ich sag mal, 80% aller Mobile-Applications, die Free-to-Play sind, sind Pay-to-Win. Okay, das war gerade gehackt. Ich bin Hacker. Ich hab's gesehen, ja. Das war heftig, oder? Das war der heftigste Hack der Welt. Jungs, ich muss jetzt... auflegen. Ja. Ja, gut. Geh halt. Tschüss. Hauen Sie rein. Endlich ist er weg. Oh. So, jetzt machen wir das richtige Thema. Seiner Mama. Also. Die hat Euter, du. Im Großen und Ganzen, ja, es ist wirklich nochmal ein anderes Thema, muss man wirklich sagen. Dulli. Allerdings finde ich nicht Cheaten. Ja. Nö, ich bin dagegen. Es müsste mal einer dagegen sein. Das ist richtig, muss man auch. Geld ist insgesamt einfach ein Cheat. Geld ist. Können wir einfach als Fazit festhalten, dass Geld der Real-Life-Cheat ist? Das stimmt eigentlich. Und aussehen wie Model, das auch. Ja, also ich bin generell dafür, dass Titten schon als Cheat Ja, auf jeden Fall. Also Brüste sind auf jeden Fall Real-Life-Cheat. Das kann man so stehen lassen. Es gibt eine Menge Real-Life-Cheats, muss man eigentlich sagen. Schwanzen. Schwanzen ist auch einer. Ah, ich finde Geld ist die Größte. Ja. Nee, ist wirklich so. Ja. Allerdings ist es bei Männern. Ich weiß nicht, bei Frauen sind es wirklich, glaube ich, eher die Äußerlichkeiten, aber bei Männern ist es wirklich das Geld. Ja. Also ganz ehrlich, finde ich auch wiederum, na, würde ich widersprechen. Weil jeder hat eigentlich die Chance, einen riesen Schniedel zu haben. Ne, das ist nicht. Tut mir auch leid für dich, aber ist okay. Anders der hatten wir schon, der ist halt super lang, aber mega dünn. Ja, ist richtig. Jeder hat halt die gleiche Chance, eigentlich die finanziellen Mittel aufzubauen, wenn man von sich selber ausgeht. Findest du, jeder hat die gleiche Chance? Also auf der ganzen Welt hat auf der ganzen Welt? Nie im Leben. Nein, das natürlich jetzt nicht auf der ganzen Welt gesehen, aber ich rede doch vom Otto normaler Braucher. Du meinst von in Afrika. Deutschen. Wer ist denn umsonst Otto Normalverbraucher? Sonst hieß er. Das ist so wie Max Neumann. Ne, also ist halt so klar, man bekommt immer ein bisschen Geld in die Wiege gelegt, ne, kommt immer darauf an, welchem Elternhaus du aufhältst. Aber ja, es gibt halt auch Euro. Immer an der Person. Also ich hatte kein Stofftier, ich hatte 1000 Euro. Ich hatte ein bisschen Scheine zum Kurs. Es ist halt immer so, es kommt darauf an, was die Person selber daraus macht. Ob du das Geld jetzt annimmst oder aus nicht. Aus den Scheinen. Ich hab Origami gemacht. Das ist nochmal ein ganz anderes schwieriges Thema, aber ich finde, dadurch macht es nicht der Cheat des Lebens. Es ist definitiv Origami? Eine Vereinfachung, aber kein Cheat. Ja, vereinfacht, aber Cheats vereinfachen doch. Es sei denn, du bist Hacker und gehst zum Bankautomaten und ziehst dir da Geld raus. Das ist Cheat.
Das ist Cheat. Aber das ist halt auch eigentlich eher Hacken, ne? Das wäre, ja. Gibt's eigentlich auch Real-Life-Glitches? Ich hab mich wieder durch mein Haus gebackt. Ich habe in meinem Haus gebackt. Ich habe in meinem Haus gekackt, gibt's auch noch. Da gibt's viele Varianten von. Ich habe in meinem Haus gefuckt. Interessant wäre natürlich jetzt, das ist ein typisches Déjà-vu, ein Cheat. Und nee, das ist ein Glitch. Das ist ein Glitch! Ein Déjà-vu ist ein Glitch, 100%. Glaubst du? Ja. Doch nicht. Ich hab mich ins Gegnerteam geschummelt. Ich weiß, hast du es nicht gesehen. Ah, cool, ey. Also, Cheaten ist kacke. Aber genauso wie Alkohol, ne? Aber macht doch auch Spaß. Was kannst du sagen? Ist wie Alkohol. Du weißt, dass es kacke ist, trotzdem trinkst du. Und hast währenddessen trinkst mega Spaß, danach fühlst du dir danach mega schlecht. Ja, das ist dann so ein bisschen Glitch. Lass mal alle Tore besser. Ach, wie ich. Nichts treffe. So schlecht, der schlechteste Spieler aller Zeiten. Gib mir mal eine Palle jetzt. Oder? 8 HP hat er noch. Kein Sound. Wir müssen ihn einmal treffen. Oh Gott! Was war denn? Sag ich nicht, ihr spielt gegeneinander, da sagt man das nicht. Da. Hey, da! Er legt gerade die Bombe. Oh, spannendes Match. Ja, ich kommentiere das einfach mal für die, die nur zuhören. Toren gewinnt. Rechtes Fenster. Ja. Wie war es mit nicht an? Es war doch sogar das linke Fenster. Ich habe doch sogar das Gegenteil gesagt. Ja, das ist ja noch assiger. Das ist gleich scheiße. Witzig. Nee, das finde ich nicht. Das eine ist ein Hack und das andere ist ein Glitch. Oh, ich habe jemand, der heißt Aimbot Wallhack im Team. Also, ich lasse den mal spielen. Ich und Banjo. Runde. Krasse Gang. Meine Kugel ist gerade durch das Fenster geglitscht. Ja. Ja. Ja, cool. Ich glaube, das war's zu dem Thema, oder? Finde ich sehr gut. Ja. Danke fürs Zuhören, sehen. Entschuldigung, dass der Stream hier mal kurz den alten. Oh, hab ich ihn einfach ins Gesicht gekickt mit meiner P250. Aber ich habe ja meinen Aimbot Wallhack-Typ im Team. Achso, ja. Wo ist der denn? Sag doch mal. Direkt vor dir. Ja, fail. Und er hat 100 pro Aimbot. Ist ja witzig. Voll auf deinen Kopf gesneakt. Oh, heftig, ja, aber sowas von, das ist ja. Okay, cool. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, sehen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Jetzt wieder regelmäßiger. Danke. Ciao, ihr Wixis. Wollt ihr könnt auch noch Tschüss sagen, wenn ihr wollt. Tschüss. Ciao. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus.